Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. Hier haben wir mal ein richtig tolles Set, einen richtigen blauen Flitzer von Quanggang. Die Nummer 100, 132, besteht aus 351 Teilen aus der Serie Racing Series. So, das haben wir mitgebracht aus der Schweiz. Sollte 14,90 Franken kosten. Und der Cäsar, das Ding ist beschädigt, ja, ist nicht mehr so schön, ist aber alles drin, es ist noch original zu, es war noch nie auf. Und er hat uns dann er hat das ausgezeichnet gehabt, das Ding ist irgendwie runtergefallen, etwas über 11 Franken hat er das angeboten, haben wir dann mitgenommen. So, wie gesagt, das haben wir aus der Schweiz und zwar Brixhaus, dein Laden für Klemmbausteine in der Schweiz. Da haben wir das her, bei unserem Besuch. Ja, und das wollen wir heute mal ein bisschen aufbauen. Klemmi ist auch da. Ja. Dann machen wir es doch hier auf, oder? Ja. Genau. Da stellen sie das Ganze in Lamborghini Miura. Steht das drauf? Ja. Steht es drauf, Lamborghini? Lamborghini? Lamborghini steht nicht drauf, aber Miura 400 Pech steht drauf. Okay. Und da es nur eine Fahrzeugmarke gab, die Miura gebaut hat und er ihm auch extrem ähnlich sieht. Ja, aber trotzdem, denk mal dran, ne? Was da im Moment... Ui! Das sind so Sachen, die ich hasse wie die Pest. Ein Drittel weniger Karton. Und das Ganze wäre wahrscheinlich billiger in die Schweiz gekommen. Ja, ich verstehe das nicht, was sich da die Hersteller denken. Verdienen die nochmal extra an den Frachtgebühren? Was nützt denn ein Riesenkarton, wenn drei Teile drin sind? So, 6 Tüten sind dabei. Ich lasse das Ding jetzt mal so draußen. Ja. Ich hab keinen Bock da drauf. So. Keine 6. Prints anscheinend, alles nur Aufkleber. Ja, irgendwie muss man das Ganze ja lösen. Ich meine, für den Preis allein 15 Franken erst. Hallo, wir haben knapp 12 bezahlt. Und nicht 15. So, ja, dann. Selbst für den Originalpreis. Also die Figuren. Ja gut, wir verkaufen das ja hier nicht. Weiß nicht, ob die scheinen nicht. Mit denen scheint es irgendwie Ärger zu geben, denke ich mal. Oder was meinst du? Es wird wahrscheinlich mit denen Ärger geben. Irgendwann. Momentan werden sie, glaube ich, noch geduldet oder irgendwas. Es gab auf jeden Fall noch keinen Rechtsstreit halt. Figuren. Geduldet wird nichts, nee. Es gab nur noch keine. Genau. Das ist in der Schweiz. Die können da ein bisschen anders verfahren wie wir hier in Deutschland. Stimmt, dort werden sie geduldet oder. Die haben da keine 3D-Marke. So sieht es aus, genau. Das ist genauso wie Amerika. Ja. Die kaufen aus China Figuren. Die sehen 1:1 aus wie die Dänen. Tragen Knarren und so weiter und so fort. Das ist schon heftig, was da so abgeht. Ja, habe ich das dann gesehen. Nein, okay. Habe ich hier gesehen? Nö. Ach ja, ich soll wieder einen Reifendienst machen. Ich das hier so nicht dringend. So, dann schmeiße ich die auch gerade rein. Hier ist die Frontscheibe. Ah, den kann ich mir angucken. So, keine großen Kratzer, ein paar Mikrokratzer. Zustand ganz gut. Sehr guter Zustand.
So, bei den Neuss keine Laufrichtungsanzeige, also man kann sie drauf machen, wie man will. Es gibt ja auch einige Hersteller, die machen da ein Profil drauf. Und dann sollte man aufpassen, dass nicht die eine Seite rückwärts läuft, die andere vorwärts. Kann hier nicht. So, das Teil ist zusammengebaut, sieht wahnsinnig schick aus. Die Bautechniken, die da verwendet worden sind, 2 Daumen. 4 Teile plus die Felgen und 2 Bügelperlen sind über. Wir haben die Aufkleber nicht drauf gemacht. Das sind zum Beispiel Drehzahlmesser und Tacho. Vorne 2 Kühlergrills, die hier vorne hinkommen, und dann Heck und natürlich die Frontbeleuchtung. So, dann hier die Figuren, die lassen wir raus. Sicher ist sicher. Auch wenn sie hier drauf sind, das interessiert mich nicht. Wir verkaufen das Zeug nicht. Zumindest nicht den hier. Alles, was irgendwie anstößig mit Figuren ist, wo die anderen dann sagen könnten, oh, und rumjammern wie die Knechte, das braucht kein Mensch. So, tun wir nicht verkaufen. Dann wollen wir doch mal schauen, ne? Wie das ganze Teil jetzt aussieht. Ich schiebe ihn noch ein bisschen näher ran. So, den Fokus knipse ich aus und schon sieht man das Teil in seiner ganzen Schönheit. Ja. So, Klemmi, dann erzähl was. Also die Form ist schon mal richtig gut. Kommt einem Vorbild nahe. Gerade die Front ist toll, finde ich. Was nicht toll ist, ist die Scheibe. Die sitzt vorne auf den 2 Noppen und hinten ist nichts. Da schwebt die einfach in der Luft. Siemens Lufthaken? Ja, so in etwa. Passt soweit, ist okay, aber stabil ist anders. Ja, du sollst aber kein Rennen fahren. Ja. Die Technik hier hinten mit den nach unten geschwungenen und den 2 Steckdosen hinten ist wirklich gut. Elektroauto, 2 Steckdosen hinten. Auch die Vorderfront gekippt und dann die Motorhaube dran.
Sieht doch genial aus hier. Genial gemacht. Super. Mir gefällt's. Also wenn ihr so ein Ding kriegen könnt, eventuell auch ohne Figuren. Für Franken ist im Moment 1:1, war der. Ja, so, ne? Ziemlich 1:1. Ziemlich 1:1, also für 12 Euro. Das ist kein Problem, das Teil. Ja. Der Preis ist auch wirklich gut. Ja. Der ist okay. Die Scheinwerfer sind mir ein bisschen zu klein zum Vorbild gegenüber. Ich habe halt schon mal vor einem davor gestanden. Ja, der wollten überfahren. Dann hat er doch gebremst und hat sich der gedacht... Der konnte nicht mehr fahren. Wie, war der so besoffen? Nee. Das Auto war in Einzelteilen. Aber schick. Ein schönes Auto. Ist ein schönes Auto, ja. Ja, dann würde ich doch sagen, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von den Autos haltet. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ja. Und wir verabschieden uns mit: Baut schöne Sachen, muss nicht teuer sein. Gerade die günstigen sind die schönsten. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschüss.